Jetzt ist Marco Reintke für uns in Dresden. Ja, schönen guten Morgen, Marco. Wie sieht es denn in Dresden aus? So eindeutig ist es ja nicht unbedingt, dass die AfD dort vorne liegt, sondern liefert sich ja mit der Union ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also welche Optionen gibt es dort in Sachsen? Also die wahrscheinlichste Option, so scheint es erst einmal nach den jüngsten Umfragen, ist, dass es eine Fortsetzung der Kenia-Koalition geben dürfte. Das heißt, dass CDU, SPD und Grüne wieder zusammenkommen könnten. Das ist allerdings ebenfalls noch offen, denn die großen Fragezeichen heute Abend sind zum einen, wer wird der Wahlsieger, AfD oder CDU? Und eben dann der zweite Blick auf die Ampelparteien, SPD, Grüne und auch die FDP, auch wenn sie in der Koalition am Ende keine Rolle spielt. Aber da eben verbunden mit der Frage, schaffen es diese Parteien am Ende dann in den Landtag bei SPD und Grüne, eben da besonders interessant. Denn dann kämen sie überhaupt nur als Koalitionspartner für Michael Kretschmer in Frage. Von Seiten der sächsischen Grünen hatte es zuletzt den Vorwurf gegeben, dass SPD und CDU da so ein bisschen mauscheln würden und dass CDU und SPD am Ende eine Minderheitenregierung eingehen könnten. Das Ganze ist so ein bisschen hinter den Kulissen passiert. Öffentlich wurde das natürlich nicht geäußert, aber es zeigt doch, wie viel Spannung am Ende in diesem Koalitionspoker stecken dürfte, der dann ab morgen eigentlich schon beginnen dürfte. Und gleichzeitig richtet sich natürlich der Blick heute erst einmal auf Michael Kretschmer und seine CDU, ob sie es schaffen werden, hier als Wahlsieger aus dieser Wahl hervorzugehen. Für Michael Kretschmer war es ein, wie es in der CDU immer wieder heißt, sehr anstrengender Wahlkampf. Er hat versucht, so ziemlich jedes Dorf, jede Stadt in Sachsen zu besuchen, um eben da die Menschen am Ende zu überzeugen. Etwas, was er auch schon im letzten Wahlkampf gemacht hat und was ja dann auch dazu geführt hat, dass die CDU am Ende vor der AfD gelandet ist. Etwas, womit zwischenzeitlich niemand gerechnet hat. Auch jetzt war es wieder so, dass in den Umfragen die CDU zuletzt hinter der AfD lag und man es dann doch noch geschafft hat, das Blatt zu wenden. Michael Kretschmer teilweise mit 4 bis 5 Wahlkampfterminen am Tag, die er da absolviert hat. Also von daher, das dürfte sicherlich ein harter Wahlkampf gewesen werden. Und gleichzeitig dürfte es aber auch für die CDU schwer werden, in gewissen Regionen Sachsens dann zu überzeugen, weil die mittlerweile zu wahren AfD-Hochburgen geworden sind, die dann auch sicherlich heute dann an die AfD gehen dürften. Also von daher, es wird auch hier in Dresden ein spannender Wahltag heute. Ja, in der Tat. Vielen Dank, Marco, für diese Infos. Und der Regierungschef in Sachsen, Michael Kretschmer, hat seine Stimme vorhin abgegeben und danach noch ein Statement abgegeben. Da hören wir jetzt rein. Das Wichtige ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, dass das hier keine Bundestagswahl ist. Ich verstehe den Frust und der hat sich ja über die letzten Wochen immer wieder auch artikuliert. Es ist ja auch nicht zu verstehen, dass 3 Tage vor so einer Wahl dann tatsächlich das passiert, was über Jahre gesagt worden ist, Abschiebungen nach Afghanistan. Das kann ja keiner richtig ernst nehmen. Wir haben vor einem Jahr zusammengesessen als Ministerpräsidenten in Frankfurt, haben der Bundesregierung parteiübergreifend Vorschläge gemacht, wie diese Migrationskrise zu klären ist. Sie hat nicht gehandelt. Natürlich sind die Menschen frustriert, aber das Wichtige ist ja, wir sind hier in Sachsen, wir sind ein stolzes Land, wir lassen uns nicht reinreden, weder von Berlin noch von Brüssel. Wir haben auch kein Interesse daran, dass uns jemand von rechts sagt, wie wir zu leben haben oder wie das alles richtig ist und auch nicht von links. Wir gehen unseren eigenen sächsischen Weg. Vielen Dank.